So, jetzt gehen wir ans Werfen. Wir haben dazu den Ball in der Hand und stellen uns direkt unter den Korb. Unser erster Schritt ist, dass wir einen Schritt nach hinten gehen. Wir gehen leicht in die Hocke, gehen mit dem Oberkörper jetzt nach oben und werfen den Ball. Wichtig ist, dass wir versuchen, möglichst mit einer Hand zu werfen und das Handgelenk abzuklappen. Das macht ihr jetzt 10 Mal. Versucht, so oft wie möglich zu treffen und zählt eure Trefferanzahl. Wenn ihr nicht trefft, ist das gar nicht schlimm. Holt euch euren Ball, stellt euch wieder an die Stelle und wirft weiter. Wenn es für euch so schwierig ist, den Korb zu treffen, versucht den Ring zu treffen oder das Brett. Möglich ist es auch, mit Hilfe des Bretts in den Ring zu treffen. Wenn ihr 10 Würfe habt und eure Treffer gezählt habt, seid ihr fertig. Viel Spaß dabei!